So, guten Abend, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ja, ich habe einen Tipp bekommen, wo ein Scheinkreis sein könnte. Das Dumme an der Geschichte ist nur, naja, die Schnellreisen, die da direkt dran sind, habe ich alle noch nicht freigeschaltet, wie das immer so ist, ne? Und deswegen machen wir uns jetzt da mal auf den Weg hin. Es geht aber sehr steil da hoch. Ich will da irgendwie, oh, da suchen wir mal, ob wir da links hochkommen. Ich denke, es liegen zwei, wie heißt's, Schnellreisepunkte so mehr oder minder auf dem Weg dahin. Die werde ich dann natürlich versuchen mitzunehmen für das nächste Mal. Und ja. So. Da ist da oben einer von denen, ha? Fein gemacht. Aber grob in die Richtung muss ich nämlich für meinen... Genau, hier bin ich gerade hingereist und da unten soll was sein. Hier ist eine Schnellreise und hier hat genau die Schnellreise. Ich hatte es befürchtet, dass das, der da oben ist. Aber wir machen den Umweg jetzt. Ich will diese scheiß Schnellreisepunkte auf dem Weg freischalten. Weil, sagen wir mal ehrlich, je weniger Quests es gibt, desto mehr sind diese Schnellreisen von Nutze. Weil wir dann einfach nur noch schnell hin und her reisen könnten, brauchen oder wollen. Deswegen muss das jetzt nun mal sein. Und deswegen klettern wir jetzt auch mal da eben hoch. Oh, Hyäne! Ah. Ah, crossed up. Gut, kann ja absteigen. Du wehrst dich. Wir kurz da hoch. Na, wenn die mich angreifen, wie gesagt, ne, ich brauche ja noch jede Menge Kram für Ausrüstung verbessern. Ah, der da. Ich war mir jetzt gerade noch nicht sicher, wo ich hochklettern muss. So klettern können, wa? Mal eben einfach hoch. Sieht ja aus wie gehen bei dem. Ja, wie Sie sehen, nichts außer Sand und Steine. Aber der ist super. Und so hübsch aufgeschichtet. Und überhaupt. Und ja. Was? Plündern? Ja, klar, also. Warum nicht, ne? So, dann wieder grob in diese Richtung weiter. Komm mal rum. Kameltier. Kommst du jetzt? Langsam darfst du auch mal kommen hier. Ha. Schlimm. Muss dir direkt stehen bleiben. So, und da auf dem Weg liegt noch mal einer. Auch den werden wir mitnehmen. Die Fragezeichen, die ich hierzu aufdecke. In den meisten Fällen sind die Fragezeichen einfach langweilig zum Zuschauen. Ich werde sie bestimmt noch der Reihe nach irgendwann machen. Aber da ist halt irgendwie grob. Oh, da müsste man eigentlich genau durchreiten. Das ist, dadurch, dass es grob, könnte man meinen, immer das gleiche ist, möchte ich sie euch nicht aufzwingen. Ja, aber sowas wie die Schnellreisepunkte... Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Schneesturm? Oder was war das gerade? Sandsturm meine ich natürlich, nicht Schneesturm. Ja, das möchte ich euch natürlich schon zeigen und gerade natürlich auch eben diese Sachen mit den Steinkreisen, wo die sind. Mein Teil könnt ihr ja schon bei mir nachgucken. 4 hatten wir ja schon gemacht. Jetzt komm, mache ich mich auf den Weg zur 5 und nehme halt die Aussichtspunkte mit. Hm,
ne? Was? Echt jetzt? Warum kommst du da nicht hoch, Jung? Schlimm, schlimm, schlimm. Ja. Irgendwo da hinten ist er. Und dann gehe ich, ja, ihr seht, wir kommen der Sache hier auch näher. Volk von Reh. Sogar mit Quest hier, okay. Ich gehe davon aus, dass es hier oben ist. Ja, jetzt sehe ich es auch. Na, gucken, wie wir da wieder runterkommen. Es wird einen Weg geben. Halt, stopp. Was haben wir denn hier für eines? Einfaches Schwert hier oben. Not bad. Ja, auch hier wieder, wie Sie sehen, weit weg gibt es auch Wasser. Und, boah. Ich glaube, es muss hier weg. Du, da kommt ein Sandsturm und zwar ein ganz gewaltiger. Tschüss. Hier unten wird doch windstill sein, oder? Sag mal, bist du nicht zu alt für solche Spielchen? Nee. Ich nehme so wurde bewiesen, oh, dass Ptolemäus ein falscher Pharao war. Kein Gott. Nicht einmal ein Ägypter. Wie geil. Nur eine Marionette. Sie nannten uns Ketzer, stahlen uns die Schwarzfels-Zitadelle und jagten uns. Aber andere Leute wissen doch, dass der Pharao ein böser Mann ist, oder, Nava? Das stimmt. Aber sie haben Angst, etwas zu sagen. Und das nicht ohne Grund. Tja. Die Kundschafter hatten recht. Du bist Bajek, yep. Der Magi aus Siva. Ja. Yeah. Sohn des Nils und Verteidiger des Volkes. Aber sowas von. Ich bin Nava. Und der Widerstand hier braucht deine Stärke. Ich bin ein Beschützer. Erzähl mir mehr. Setni, mein Vetter, erzählte den Kindern Geschichten von Alexander dem Großen. Natürlich dachten sich zwei der Kinder dann, dass es in der Nähe Schätze zu finden gibt. So sind Kinder nun mal. Wohl wahr. Setni und einer unserer Krieger wollten nach den Kindern suchen. Aber die Häscher des Pharao haben sie gefangen genommen. Ach, scheiße, okay. Weißt du, wo sie sind? Ja, einer der Kundschafter hat sie gesehen. Sie werden im Hetuimazo-Lager gefangen gehalten, nördlich von hier. Bitte finde sie. Setni ist der Einzige, der weiß, wohin die Kinder gelaufen sind. Ich finde ihn. Und dann die Kinder. Ja, das Problem ist nur, das ist im Norden. Da will ich gerade nicht hin. Ich mach das aber später. Kommst aber den guck mal hier gerade nochmal. Ich bin ja echt am Überlegen, ob ich mal ein paar von meinen ganzen Kram hier von den Sachen zu Geld machen soll, aber warten wir mal noch, ne? 41 aufrüsten lohnt. Ups, lohnt noch nicht. Und viel Glück. Und wir müssen noch ein Stück in die Richtung da. Das schon ganz schön groß hier, ha? Wo die. Eine Affenseele! Das Geheimnis mit Töpfern ist das Feuer. Ganz schön groß, wo die hier wohnen. Ah! Und er hat auch hierher gefunden. Okidoki, so schauen wir mal. 300 der Meter. In diese Richtung. Ach, da drüben. Irgendwo hier. Entschuldigung, müssen wir uns jetzt mal umgucken. Hier in der Gegend ist irgendwo ein Steinkreis. Und ich bin mir nicht sicher, das da kommt doch ungefähr hin, ne? Und so ein golden leuchtendes Fragezeichen ist auf jeden Fall mal. Ja, das war er auch, der Steinkreis. Ja, was war? Ich dachte, ich hätte ein wildes Tier gehört, na egal. Dann wollen wir hier doch auch mal die Sterne anordnen. Hier ist er. Ja.
Dann haben wir zumindest einen weiteren wieder gemacht. Hat ein bisschen was von der Stimmgabel. Mal gucken, wie es wirklich heißt. Das da? Nee, das da nicht. Hier? Papo, was ist das Beste im Leben? Gerechtigkeit und Wahrheit. In Ehre zu leben. Ah, die Schwachen und Armen zu beschützen. Ja. Und deine Mutter zu ehren. Mein Freund Kenon hat gesagt, unsere Feinde zu vernichten und die Wehklagen ihrer Frauen anzuhören. Wir sind Magi-Sohn. Auch mit. Keine Barbaren. Doch, 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 das ist es. Hier gehört es hin. Ja. Der Apis. Spitzname Stimmgabel. Ja, eigentlich habe ich das Ding ja schon weggeschmissen, ne? So, also wir haben einen weiteren, jetzt immerhin schon 5 von 12. Ne? Wir kommen der Sache näher. Oh, 11 Minuten. Ich kann gerade mal gucken. Hier unten. Guck mal, hier hat es noch einiges an Quests. Rebellenangriff. Entschuldigung. Na, alles so Quests hier in der Gegend. Die Schnellreise da hinten ist nicht freigeschaltet, genauso wenig wie die. Das ist, warum? Warum sind diese Schnellreisen nicht freigeschaltet, ne? Und da geht es in Richtung Black Desert. Ja, vielleicht sollte ich einfach mal sagen, komm, wir gehen mal in die Richtung und schalten Schnellreisen frei. Oh. Was hat's denn hier für Höhlensysteme? Guckt euch das mal an da, ha? Aha. Auch ein sehr, sehr schöner Blick so, ne? Ich muss mal kurz. Mach doch mal bitte von da hinten so ein bisschen da die Schärfe und dann. Ja. Ist das doch ganz hübsch. Da kann man auch runterspringen, gerade mal. Also, ich werde das hier echt vermissen. Und ich denke, in der nächsten Woche werden wir dann mal auch so ein bisschen ja, die andere, neue DLCs angehen. Ne? Jetzt erstmal schaue ich mich hier noch ein bisschen um. Vielleicht kriegen wir diese Woche noch den. Die Steinkreise fertig. Ich glaube es zwar jetzt nicht, weil ich eben nicht so viele kenne. Aber ich werde mich bis zur nächsten Folge auch nochmal genau informieren. Und vielleicht haben wir ja dann Glück und wir kriegen ein paar mehr hin in einer Folge und nicht also so à la Pilates und nicht so wie jetzt hier ein. So. Man sieht den Sand vor lauter Augen nicht hier, hä? Ist doch weiter weg als ich dachte irgendwie. Ich dachte, da komme ich schneller hin. Und Fragezeichen hat sie immer. Das ist Wahnsinn, wie viele Fragezeichen hier in der Welt auftauchen. Wow. Blödes Kamel. Ist ja
auch nicht steiler aus wie manche andere Düne, die du schon hochgerannt bist. Vor allem, dass er dann immer zum zum steileren abdreht, anstatt zum flacheren, ne? Da ja, blödes Kamel. Blödes Kamel, das klingt wie ein Chocobo. So, da hoch gehen wir noch. Das ist der Grand Canyon. Nee, ist er nicht. Senus Wahrnehmung hat sich wieder ein bisschen erweitert. Okay. Das ist schon ein bisschen angefressen. Der ist ja schon ein wenig angefressen. Ups, angefressen, da ist die Treppe, okay. Ja. Oh, ich hab hier interessanterweise auch zwei von... Oh, interessant. Ja, diese goldenen Fragezeichen werden wir irgendwann auch mal echt gezielt anlaufen müssen. Und hier, ich meine, sind wir ehrlich, ne, manchmal sind diese Bilder hier doch ein Hinweis, was da in der Nähe ist. Und manchmal ist es auch einfach nur Wüstensand. Aber ja, sieben Bauern. Dass ich diese Schnellreisen hier nicht freigeschaltet habe. Ich war in der Gegend. Das ist das, was mich so verwirrt, dass ich die irgendwie nicht freigeschaltet habe. Ja, wie dem auch sei, ich mache jetzt mal eine Folge etwas kürzer, nachdem die ganzen letzten Folgen so deutlich länger waren. Verabschiede mich jetzt schon mal wieder, sage tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal, ich werde mich ein bisschen nach Steinkreisen erkundigen. Wir kriegen das hin. Ist das hier vielleicht einer? Guck mal kurz auf das Bild. Keine Ahnung. Ich gehe mir das mal angucken. Mal gucken, was es ist. Bis denn. Tschüss.